Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, zunächst bitte ich mal um Entschuldigung, dass ich die letzten vier Wochen den Diskussionsprozess nicht begleitet habe, aber das waren private Gründe, die mir das nicht ermöglicht haben. Ich will gleich zu Beginn, um Missverständnisse zu vermeiden, nochmal klarstellen, das, was Jörg auch gesagt hat. Linke Bündnisse sind unabdingbar, sind zwingend notwendig, wenn wir Veränderungen wollen. Das gilt für die Stadt, das gilt für das Land und das gilt für den Bund. Sie können meines Erachtens aber nicht daran festgemacht werden, dass einer sagt, die Person ist es, und wenn er die Person nicht unterstützt, ist das Bündnis tot. Das kann nicht der Weg sein, insbesondere nicht in einer Demokratie. Deshalb vorangestellt, jetzt lasst mich kurz in vier Punkten erklären, warum ich die letzten Zeilen der Erklärung des Stadtverbandes nicht mittrage. Erstens, die Bürger stärker einzubeziehen in zentrale Probleme der Stadt, sprich Haushaltsfragen, ist nicht gelungen. Und ich sehe keine spürbare strategische Handlungsoption bzw. Handlungsgegenstände, die solche Möglichkeiten eröffnen. Ein Bürgerhaushalt ist für mich keine Frage des Geldes, was er angeblich kostet. Bürgerbeteiligung ist zwingende Notwendigkeit bei einer so zentralen Frage wie der Finanzsituation der Stadt. Zweitens. Bereits vor über einem Jahr habe ich die personalpolitischen Entscheidungen des Oberbürgermeisters hinterfragt und erkenne seitdem leider keine Veränderungen im Verhalten. Drittens. Bei der Vorbereitung von Entscheidungen zur Entwicklung der Stadt hat natürlich der Oberbürgermeister als Chef der Verwaltung die Verantwortung. Das ist zu akzeptieren und das ist auch richtig so. Aber das Verfahren zur inhaltlichen Vorbereitung der Beschlussvorlagen bietet viel Spielraum, die den OB tragenden Fraktionen mit einzubeziehen, der unzureichend bzw. nicht genutzt wurde. Heute hätte ich mir zum Beispiel Aussagen zu besseren Formen der Zusammenarbeit und zur Vorstellung des OB zur Umsetzung der Inhalte der Erklärung des Stadtverbandes Gera der Partei der Linken vom 24.09.2011 gewünscht oder auch klare Aussagen wie die vom Andreas Schubert gemachten Terminvorgaben umgesetzt werden, in welchen Zeitrahmen daraus sich entsprechende Handlungen ergeben. Und viertens, ich verkenne keinesfalls die positiven Entwicklungen, die unter Verantwortung des Oberbürgermeisters Dr. Vornehm eingeleitet bzw. umgesetzt wurden. Für mich persönlich, weil ich das erlebt habe, ganz klar und deutlich der allerherzlichste Dank an die Mitarbeiter des H35, die eine ausgezeichnete bürgernahe Arbeit leisten. Das ändert jedoch nichts an meinem Standpunkt, dass ich die letzten Zeilen der Erklärung nicht mittrage. Danke.